Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs. Und so wollte ich euch heute wieder eine kleine Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar will ich wieder ein bisschen Gold ausgeben. Ich habe ja ein paar Briefe verschickt gehabt an Items, die ich noch brauchen kann. Und der Kollege hat mal auf meinen Brief geantwortet, hat mich geaddet und will mir hier quasi das Vault verkaufen. Wir hatten uns geeinigt auf 250.000 Gold. Im EU-Durchschnitt ist es jetzt seit Monaten deutlich teurer und dementsprechend ist es sogar ein ganz okayer Preis. Ich kann euch das jetzt mal kurz zeigen. Hier. Also das sind die Sachen, die aktuell noch drin sind, sind bei mir 11, ne? Es sind oftmals auch noch mehr Cutter-Items drin, aber irgendwie jetzt seit 2-3 Tagen sind die nicht mehr am Start und dementsprechend bin ich jetzt gerade so auf der Jagd der letzten Items. Hier ist dieser HC-Mantel jetzt im Schnitt immer so für 500.000 drin. Und jetzt habe ich ihn quasi mit meinem kleinen Briefwechsel hier für die Hälfte gekriegt. Juti, okay. Dann würde ich sagen, schicken wir das Ding weiter auf einen Kettenchart, dass wir es lernen können. So, Dola, jetzt bin ich einmal umgeloggt auf den Shami. Jetzt machen wir als erstes mal lernen wir das einmal. Okay, dann können wir das hier in den Katalysator packen, weil upgraden können wir es nicht. Oh, ich habe schon HC-Schultern. Interesting. Ah, stimmt. Man konnte ja Normal und HC im ersten Content auf der verbotenen Insel holen. Jetzt dachte ich mir gerade, kacke, hätte ich es doch lieber auf dem Hunter gelernt. Aber ich habe ja mit allen Klassen Normal und HC auf der verbotenen Insel geholt. Deswegen, okay. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, soll ich vorher nachgucken, ob ich das Set noch brauche. Habe mich schon kurz geärgert und dann aber dran zurück entsonnen, dass wir quasi die über die verbotene Insel alle haben. Okay, dann ziehen wir jetzt wieder das halt. Ne, das ist das Falsche. Was hat man denn vorher an? OP-Ding, oder? Na gut. So, und jetzt schmeißen wir das noch aus meiner Liste raus. Aus der Liste. Und schon, wo haben wir sie? Da. Beziehungsweise eintragen können wir es noch. Also, was haben wir jetzt gezahlt? 250.000 für den Mantel. Und dann können wir hier HC rausschmeißen und dann seht ihr, brauchen wir jetzt quasi nur noch drei Vault-Teile aus dem Mythic-Modus und halt die Gefechtskeule, aber naja, ich sag mal so, die Gefechtskeule ist jetzt wieder deutlich teurer, als sie schon vor einem Monat war. Habe ich meine Chance ein bisschen verpasst, aber ich warte noch ein bisschen, vielleicht kriegen wir die irgendwo nochmal günstig. Juti, dann gucken wir mal weiter, hätte ich gesagt. So, Dola, als nächstes sind wir auf Arryn Peak unterwegs und da habe ich ein Item, was ich schon eine ganze Weile am Verfolgen bin und jetzt dachte ich mir, okay, ich kaufe mir das Ding mal. Wir haben hier einmal ein Cuttercraft-Item und zwar eine Plattentaille für knappe 350.000 Gold und ich würde sagen, die hauen wir mal raus. Das ist eines der wenigen Items, die ich aktuell tatsächlich noch kaufen kann und die noch unter einer Million liegen, sagen wir es mal so. Jetzt traden wir das einmal hier rüber, dass wir das schon mal auf dem richtigen Char haben. Beziehungsweise ich muss es ja dann noch verschicken, ne? Das machen wir jetzt gleich mal und auf dem Twink können wir es dann lernen. Beziehungsweise wir können es erstmal aus der Liste rauskegeln. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Also hier kann ich es euch erstmal zeigen, ne? Da haben wir das Item, das ist jetzt eins der wenigen Removeden, die tatsächlich hier noch unter der Millionengrenze liegen und noch halbwegs erträglich sind. 350k ist es schon ein bisschen Schmerzgrenze für ein Item, aber naja. Also das haben wir uns jetzt geholt. Das andere ist hier auf dem russischen Server, ist aber nicht removed, deswegen, muss ich mal noch gucken, vielleicht hole ich mir das. So, jetzt tragen wir das noch aus meiner Liste aus und zwar suchen wir das einmal. Oi, der ist nicht drin. Das wundert mich jetzt. Blutrünstiger Pyrium. Okay. Stiefel sind drin, aber der Gürtel nicht. Eigentlich hatte ich da mal alles Mögliche eingetragen. Komisch. Na gut, egal. Dann ist er halt nicht drin. Muss ich nicht austragen. Hier haben wir ihn auf jeden Fall. Jetzt sind wir auf 600k, die wir ausgegeben haben. Also doch schon mal einiges. Jetzt würde ich sagen, lernen wir das Ding natürlich noch. Und zwar schicke ich das einmal auf meinen Krieger. Dass wir das Ding auch lernen können. So, also das Ding haben wir jetzt auf dem Worry hier. Und dann lernen wir das natürlich auch. Wunderbar. Da ein T-Mog mehr. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir noch so Schönes finden. So, da als nächstes sind wir jetzt hier unterwegs auf Erida
Und hier habe ich nochmal ein Item gekauft und zwar ein T3-Teil. Hier mal das vom Magier und zwar die Brust. Und die hat mich jetzt hier gekostet 231.000 im Black Market. Die holen wir mal raus. Und damit habe ich quasi das Magier-Set auch tutti komplett die fertig. Ich würde sagen, die tragen wir jetzt einmal ein. Also da unten seht ihr das. Ja gut, wir können es aufrunden. Machen wir es 232.000. Und zwar haben wir hier meine Liste. 30.000. Dann sind wir jetzt bei 886.000. Ach, übrigens, ich habe noch 54.000 für Garni-Upgrades ausgegeben. Habe bei 3 Chars die Garnison auf Stufe 5 abgegradet. Da brauchte ich sowohl die 5.000 jeweils für den an Gold zum Upgraden und dann noch Garnisonsvorräte und diese Kack-Oger-Vorräte. Die kosten so viel Gold aktuell. 6.000, 7.000 Gold für einmal Oger-Vorräte. Also das summiert sich ganz schön zusammen. Aber naja, so ist es. Jetzt gucken wir mal, wo wir aktuell stehen. Und zwar Black Market brauche ich jetzt tatsächlich nur noch 2 T3-Sachen. Und zwar einmal die Hexerbrust und die Hexerschulter. Ne? Und dann bin ich zumindest mit T3 schon mal fertig. Hier Wappenröcke sind ja aber auch noch ein paar. Wobei bei den Wappenröcken weiß man ja immer nicht, ne, ob die doch mal noch als Drop kommen. So, als nächstes sind wir hier auf einem russischen Server. Und zwar seht ihr schon, ich habe hier das kyrillische Sprachpaket einmal aktiviert. Denn ich brauche hier ein Item, und zwar die Hose. Das ist eine Hose aus dem Vault. Mythic müsste es sein. Ihr seht schon, die Leute, die kein Kyrillisch können, mich eingeschlossen, sehen da natürlich nichts. Aber wie ihr seht, mir fehlt da das T-Mog noch. Ne? Der ist rote X ist oben. Das kaufen wir uns jetzt hier für 250.000. Da habe ich jetzt jemanden netten aus dem Stream, der mir quasi das... Na gut, was ist jetzt Handeln? Ne, das war Folgen. Ah, das ist Handeln. Achso, man muss erst aus dem Postkasten holen. Der mir das rübertradet. Das Problem ist immer auf russischen Servern, da musst du das kyrillische Sprachpaket aktivieren und kannst dann nur noch auf russischen Servern einloggen. Und auf den normalen, also ne, deutschen, englischen, französischen und so, das geht dann alles nicht. Und dementsprechend brauche ich dann immer jemanden, der mir hin und her tradet, weil ich dann auf meinen anderen Server nicht einloggen kann. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. So, okay, den Char löschen wir wieder und dann gehe ich jetzt auf mein Main und dann nehmen wir das Ding wieder entgegen. So, jetzt traden wir das wieder rüber. Jetzt haben wir nämlich hier wieder den deutschen Client eingestellt. Ja, die 10.000 kannst du behalten fürs Traden. Das passt schon. So, okay. Das passt schon. Die Leute, die mir helfen, die kriegen ja auch immer was. So, jetzt haben wir quasi 250.000 für die Hose gezahlt, plus halt, ne, weil ich nett bin, gibt es nur 10.000 fürs Hin- und Her-Traden. Und jetzt haben wir hier quasi die Gemaschen des urzeitlichen Suchers. Und das ist ein Stoff-Item aus dem Gewölbe. Und die schicken wir jetzt einmal zu meinem Stoff-Char rüber. Und dann können wir sie lernen. Das ist immer ein bisschen Hack-Mack. Jetzt bin ich am überlegen, was machen wir mit einem Hexer oder mit einem Priester? Machen wir mal mit einem Priester, oder? Dann kriegen wir nämlich noch ein zweites T-Mog über einen Katalysator, wenn wir es da auch noch mit reinnehmen. Beauty, jetzt sind wir auf dem Priester. Jetzt lernen wir das Ding erstmal. Und dann packen wir es auch noch in den Katalysator rein. Haben wir das Höschen? Dann gibt es hier nochmal ein Mythic-Set-Teil. Nehmen wir das noch mit. Gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen... Ah, nee, das ist meine falsche Liste. Das ist hier einmal für Archäologie. Wo haben wir die andere? Ah, hier haben wir die andere. 260.000 habe ich schon mal eingetragen. Und ja, jetzt sind wir damit auch durch. Jetzt sind wir 1,146 Millionen, also 1.146.000. Einmal ausgegeben und jetzt können wir hier die, was waren es, Gamaschen waren es, ne? Die Gamaschen, die können wir jetzt auch rausschmeißen, die haben wir quasi auch und jetzt fehlen nur noch zwei Items aus dem Vault und zwar einmal der Mantel und der Helm und ja gut, die Gefechtskeule fehlt mir auch noch im quasi Game. Das sind die drei Teile, die man quasi noch kriegen kann in Game. Alle anderen Sachen sind ja removed und das sind insgesamt 72. Gut, dann sind wir durch wieder mit dem kleinen Waste-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.